Mimifans, ich war für euch mal wieder unterwegs. Und zwar da, wo sie freie Liebe, Drugs und Peace zelebrieren. Nee, nicht bei einem Schüleraustausch vom Mädcheninternat in San Francisco. Kaum angekommen, habe ich natürlich erstmal die Hood gecheckt. Und was sehe ich da? Ey, die können sich nicht mal richtige Züge leisten, sondern haben nur Klapperkisten. Naja, mit denen bin ich dann also berghoch, bergunter, bergauf und bergab gefahren. Ja, ja, auf dem Mond landen und Burger in XXXXXXXXL-Size erfinden, aber nicht mal ein Hügelblatt machen. Naja, aber schon bald kam ich da an, wo ich eigentlich hin wollte. Paradise! Dort ein paar 5-0er gezischt und die Aussicht genossen. Doch, bin ich hier aufgewacht. Aber hey, warte mal, den Wicht kenne ich doch. Genau. Doch wo zur Hölle war ich eigentlich gelandet? Im Wohnzimmer von einem Star Wars Mega-Fan, ich muss jeden Krempel kaufen, Nerd oder was? Genau. Da fiel mir auch wieder ein, warum ich überhaupt ins Land der unbegrenzten Waffen gereist bin. Denn die Handlanger von George Lucas wollten mir ihr neuestes Zeug zeigen. In ihrem eigenen Kino. Ja, nee, ist klar. Ey, was für Angeber. Naja, da gab's dann so Sachen wie das neue Lego Indiana Jones auf die Augen. Und Star Wars The Force Unleashed The Ultimate Sith Edition. Ey, was ein höllengay langer Titel. Wer sich sowas einfallen lässt, der hat bestimmt bloß einen Cornichon. Gut ist aber, dass ihr in dem Game mal wieder so richtig fett den Bad Guy spielen könnt und die Sau rauslassen. Ey, das gefällt. Ach ja, mehr Infos zu den ganzen neuen LucasArts Games gibt's natürlich in meinem Blog, hey, wo auch sonst. Nach dem netten Headquarter ging's auch noch auf eine Ranch vom Lucas Schorsch. Ey, nices Building hat der filmemachende Wookie da, nicht schlecht. Aber leider nur halb so groß wie meine bescheidene Hütte. Bei Ranch denkt ihr jetzt bestimmt an Cowboys und Kühe jagen und sowas. Ey, ich auch. Aber hier gab's weder das eine noch das andere. Dafür zahlreiche arbeitslose Typen, die in ihrer viel zu üppigen Freizeit in Hartplastikfummeln rumlaufen. Ey, Christopher Street Day oder was geht hier? Also, Pobacken zusammengekniffen und geflüchtet. Und halt mal das nächste Game angeschaut. Nämlich Star Wars The Clone Wars Republic Heroes. Ey, verdammt nochmal, wer denkt sich eigentlich diese mega bescheuert langen Namen aus, die man nicht mal ohne einen Knoten in der Zunge abkürzen kann? Ey, soll ich jetzt etwa immer sowas von wegen SWTCWRH oder SWTRZL labern? Ey, alter Vater, Milliardenchefin, aber nicht mal einen gescheiten Titel ausdenken. Sowas hab ich ja gern, Mann. Das Game? Naja, seht ihr ja hier. Ist halt optisch und inhaltlich kriegt der Sterne, nur diesmal für Kleinkinder. Denn richtige Kids zocken ja bekanntermaßen schon mit 12 die derbsten Shooter der Indizierungsliste rauf und runter und rauf und runter. Und nicht dieses cleane, ich hab den Saft- und Schnetzel-Political-Correct-Roboter in 2 Gedönse. Lame! Ansonsten ging auf dem Event nicht allzu viel. Wie die Amis halt so sind. Zeigen die einem nicht nur ihr Zeug, sondern labern einen auch noch stundenlang voll. Ey, und wie? Dagegen ist ja sogar Gülcan stumm wie ein Fisch. Da mir jetzt noch immer die Ohren bluten, gibt's einfach noch ein paar Amateurvideos von mir. Ey, halt! Stopp, stopp! So war's nicht gemeint. Ich meinte eigentlich selbst gedrehte Videos von der Ranch. Ja, genau. That's it. Und mehr, habe ich das überhaupt schon mal erwähnt, gibt's in meinem Blog, ey, wo sonst. Also, nicht vergessen. Move it, move it, move it!